Der DAX hat jüngst ein Allzeithoch erreicht und nach dem turbulenten Jahr 2022 hat sich die Lage an den Anleihemärkten auch wieder deutlich beruhigt. Ist jetzt also alles wieder gut? Das wollen wir Michael Golletz fragen. Er ist Portfolio Advisor des Ovid Infrastructure High Yield Income Fonds. Schön, dass Sie da sind, Herr Golletz. Herzlichen Dank. Viele behaupten daher, dass das erste Halbjahr vergleichsweise einfach war. Allzeithoch, Anleihemärkte beruhigt, war es wirklich so? War es wirklich einfach? Also den Blick kann man natürlich haben, wenn man sehr selektiv zum Beispiel auf einige Aktienmärkte guckt. Wir haben den DAX schon erwähnt oder eine Handvoll Technologietitel. Aber in der Breite ist das noch nicht angekommen. Also da sehen wir diese gesamte Erholung noch gar nicht, die auch gerade im DAX angesichts der Exporterwartungen, der Rezessionsängste doch eher verwunderlich ist. Für den Anleihemarkt war es zwar jetzt eine Beruhigung, aber schon ein relativ schwieriges erstes Halbjahr. Es fing an vom Jahresanfang weg mit den Staatsanleihen. Klar, die Notenbanken, die hier auf die Tube gedrückt haben, aber auch bei den hochqualitativen Unternehmensanleihen und dann mit Beginn des zweiten Quartals leider auch im High-Yield-Bereich. Also wenn man jetzt uns für dieses erste Halbjahr ein normales, gemischtes Global Balance Portfolio angucken, so überragend ist das nicht, wie man vielleicht glauben mag. Es gibt ja auch wirklich multiple Krisen, wie es so schön heißt. Manch einer sagt auch vielschichtige Krisen. Wie bewerten Sie den Umgang der Kapitalmärkte mit den Krisen? Also es scheint eine gewisse Sorglosigkeit zu herrschen, beziehungsweise sehr volatile Reaktionen. Ja, also wir haben ja nun, wenn man mal die Krisen beleuchten will, die allen von dran natürlich der Ukraine-Krieg, wo man auch ganz ehrlich sagen muss, dass das in absehbarer Zeit gelöst ist, sehen wir nicht. Beide Seiten versuchen zwar irgendwie Fortschritte und Erfolge zu vermelden, aber ich glaube, die sind auf sehr, sehr kleiner Basis. Dann haben wir natürlich das Thema der Spannungen zwischen den USA und China, den einzigen zwei Weltmächten. Russland kann man, glaube ich, aktuell, auch wenn Herr Putin das gerne hätte, nicht mehr dazu zählen. Ich bin schon überzeugt davon, dass die Beruhigung dessen oder die Entwicklung hier auch wesentlich länger dauern wird. Ich glaube, die Amerikaner denken da eher so in einer Präsidentschaft, ja, wo was gelöst sein muss. Ich glaube, die Chinesen denken eher in 100 Jahren. Also von daher, glaube ich, ist das was anderes. Und dann haben wir natürlich die schon angesprochenen gestiegenen Zinsen. Wir haben die Rezessionsängste und wir haben eine Inflation, die sich zwar auch, wenn man zum Beispiel von gestern die Daten in den USA anschaut, etwas beruhigt, aber dennoch wohl langfristig auf einem erhöhten Niveau verharren wird, was auf der einen Seite die Möglichkeit der Notenbanken, Zinsen, wie schon mal so kurz gedacht, vielleicht schon dieses Jahr in den USA wieder zu senken, wahrscheinlich aufhebt. Und das tut Anleger schon sehr verunsichern. Mhm. Was bedeutet das jetzt alles für Ihr Spezialthema Infrastruktur? Also das ist das ganz Interessante. Die Infrastruktur kann sich dem zu einer gewissen Weise aufgrund ihres konservativen, stabilen Charakters entziehen. Wir sehen, dass zum Beispiel ja Verträge im Infrastrukturbereich oft inflationsindiziert sind. Die Staaten sind bereit, noch vermehrt in Infrastruktur zu investieren, weil diese Investitionen auch in der Wählerschaft auf eine breite Zustimmung treffen. Und was wir sehen ist, es findet ein Umdenken in Infrastruktur statt. Also der Strauß an Sektoren, die da heute zur Verfügung stehen, ist ein ganz anderer. Was haben wir zu tun? Wir müssen die alte Infrastruktur wiederherstellen, also schlichtweg die Brücken und Autobahnen. Aber wir müssen in dieser alten Infrastruktur auch weiterdenken. Heißt, wir müssen, um einen ökonomischen Verkehr und ökologischen Verkehr insbesondere zu ermöglichen, Bahnnetze ausbauen. Wir müssen darüber nachdenken, dass die klassischen Stromnetze inzwischen auch darum erweitert werden, dass regenerative Energien wie Wind aus der Nordsee nach Bayern kommt. Das sind Sachen, an denen gearbeitet wird. Da ist die Digitalisierung, das sind Servicegesellschaften, die viele ursprünglich staatliche Aufgaben, gerade auch im Bereich von Mautstraßen, übernehmen. Und last but not least, da gehen wir jetzt vielleicht ein bisschen weit nach oben, aber auch der Weltall gehört
das Weltall gehört inzwischen dazu. Das hatten wir schon mal angesprochen, Satelliten, die eben in der Nahrungsmittelproduktion helfen, um Bewässerung und Düngung zu steuern, aber auch auf Tiere aufpassen und letztendlich aber auch die Steuerung von Lieferketten ermöglichen. Und das macht uns eigentlich ganz optimistisch für den Sektor. Das ist sehr, sehr viel gewesen. Deshalb priorisieren Sie es bitte. Was bedeutet das schlussendlich für Ihre Anlagestrategie? All das, was Sie uns geschildert haben. Also letztendlich sind wir da, wo wir eigentlich in den letzten Jahren auch waren. Also wir haben eine durchdachte, aber breite Diversifikation. Wir haben zukunftsorientierte Sektoren. Wir haben Unternehmen im Fokus, die gerade auch aus den aufstrebenden Märkten Südostasiens, Lateinamerikas kommen, auch wenn ersteres jetzt im ersten Halbjahr nicht so sehr erfolgreich war, und haben natürlich immer noch den Anspruch, unseren Anlegern die entsprechende Ausschüttung, die wir mal angedacht haben, zu bieten. Was wir ein bisschen geändert haben im Portfolio, wenn Sie sich vielleicht erinnern, wir haben von der Buy-and-Hold-Strategie gesprochen. Die haben wir zum Stück weit aufgelöst, spielen also aktiver mit dem Portfolio schlichtweg, um auch das erhöhte Zinsniveau zu nutzen, um höhere Renditen in das Portfolio zu holen. Also von daher für die Anleger auch vielleicht sogar die Aussicht auf etwas höhere Ausschüttung als in den Vorjahren. Da darf man gespannt sein. Herr Görlitz, ich danke Ihnen. Infrastruktur und High-Yield-Bonds bei Ihnen wie immer gut aufgehoben. Auf bald. Perfekt, auf bald. Vielen Dank.